Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um den Summer Fun, wie ich schon mal gesagt hatte dieses Jahr. Heute geht es um ein SUP, sprich ein Stand-Up-Paddle-Board. Dieses kommt diesmal von Vevo und gleich nach dem Intro gucken wir uns das ganz genau an. Stand-Up-Paddle-Board, früher hießen die Surfbretter, heute heißen die Stand-Up-Paddle, ist ein bisschen was anderes, okay, da ist jetzt kein Segel dabei und die kann man natürlich auch mit Luft füllen und auch ablassen, sodass die dann prima verstaut werden können, so wie ihr das hier schon seht, ist ein bisschen ein Unterschied, aber früher hätten wir da nicht so ein Aufhebens drum gemacht, da hätten wir einfach gesagt, da ist ein Surfbrett drin und dann hat sich die Geschichte, hier ist einiges an Zubehör mit dabei, wie ihr gleich sehen werdet, das Board gibt es in verschiedenen Ausführungen, das heißt, es gibt das auch in verschiedenen Zubehörkategorien und wir haben hier ein Board, was 3,35 Meter lang ist, in diesem Fall 84 cm breit und 15 cm hoch und kann damit eine Kapazität aufnehmen von 168 Kilogramm. In der Regel zieht man dann das Boardgewicht von knapp 12 Kilo dann davon ab und dann hat man das zulässige Gesamtgewicht, also Fahrer, sprich mit Paddel und vielleicht noch einen Rucksack mit dabei etc. müsst ihr dann gucken, also wenn ihr 150 Kilo wiegt, in der Regel ist da schon die Grenze dann erreicht, aber weiß ich nicht, ob ihr dann diesem Sport hier gerne frönt. Nur gut mal drauflegen oder was und mal rauspaddeln oder sowas, das ist natürlich gar kein Problem. Das Board selbst ist aus UV-resistentem PVC gefertigt und es steht noch mit dabei, die Haltbarkeit ist auf Militärniveau. Wir haben eine Pumpe mit dabei, womit ihr dieses Board dann gleich aufpumpen könnt. Ich werde euch nachher nochmal eine etwas bessere Pumpe, eine Akkulösung zeigen. Wenn ich das Board dann aufpumpe, dann gehe ich darauf nochmal etwas genauer ein. Der Betriebsdruck liegt hier bei 12 bis 15 PSI. Die Paddel sind aus Aluminium, sind auch mit dabei. Ich würde sagen, wir packen das mal aus und gucken uns das etwas genauer an. Ja, ausgepackt sieht das Ganze dann so aus. Ich habe das jetzt hier einfach mal so hochgestellt. Wir werden das natürlich gleich auch mal aufpumpen. Dann werden wir uns das nochmal etwas genauer angucken. Ein Rucksack ist mit dabei, wo das ganze Zubehör auch reinpasst und den ihr dann auf dem Rücken auch tragen könnt. Natürlich passt das Board da auch noch mit rein. Was wir noch installieren müssen, ist diese Finne. Die ist dafür da, um die Stabilität im Wasser zu gewährleisten. Das funktioniert bombastisch. Ich habe ja schon ein anderes SUP hier einmal vorgestellt und da muss man sich wirklich wundern, wie stabil das Ganze dann tatsächlich ist. Die Finne ist abnehmbar, damit die nicht irgendwie abbricht, wenn ihr damit am Strand, vom Parkplatz zum Strand unterwegs seid und da müsst ihr auch dran denken, dass ihr die dann abbaut und es wäre natürlich schade, wenn die kaputt brechen würde. Dann haben wir wie gesagt hier noch so eine Pumpe gleich mit dabei, das ist eine Handpumpe, da stellt ihr euch hier mit den Füßen drauf und dann könnt ihr pumpen. Wie gesagt, ich werde euch gleich noch eine Akkulösung einmal vorstellen. Ich finde das mit Akku natürlich wesentlich bequemer, weil ansonsten müsst ihr euch da schon ganz schön anstrengen bei. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung mit dabei, ein Repair-Kit ist mit dabei, da sind so ein paar Flicken mit drin, falls da mal was kaputt gehen sollte. Dann haben wir hier eine Dryback sozusagen mit dabei, die werden wir auch gleich nochmal auspacken. Da kann man dann so ein, vielleicht ein Handtuch reintun oder irgendwie, was man eben mitnehmen will, was man nicht am Strand zurücklassen möchte und dann kann man das auf diesem Board dann verschnüren. Da sind dann nämlich auch sogenannte Tie-Downs mit dabei, die sind dann dafür da, um dann irgendwie was aufzunehmen an Gepäck etc. werden wir dann wie gesagt gleich mal ausprobieren. Paddel ist mit dabei, das ist dreiteilig, das muss man dann zusammenstecken. Das kann man natürlich in der Länge noch mal ein bisschen variieren. Dann haben wir hier eine Handyhülle mit dabei. Das ist einfach, damit ihr euer Handy dann vielleicht um den Hals hängen könnt oder dann auch noch mal in diese Dryback mit reinpacken könnt. Ich würde es allerdings tatsächlich um Hals hängen, ne? Oder dann hinten an den Rücken oder was, wenn man dann auf dem Board steht. Und da könnt ihr das Handy dann drin haben, sodass das dann nicht nass wird. Also auch daran ist schon mal gedacht. Eine tolle Geschichte. Dann haben wir hier noch eine Fußlasche. Die wird mit dem Board und eurem Fußgelenk verbunden. Ist bei den meisten Strecken habe ich mir sagen lassen von einem Sportler, tatsächlich schon Pflicht. Das heißt, man muss diese Lasche anziehen, damit das Board nicht unkontrolliert irgendwie in die Badegäste dann kommt, wenn ihr da runterfallt, sondern dass ihr das dann mit unter Kontrolle habt. Und ja, müsst ihr mal gucken, ob ihr das dann, ich würde es auf jeden Fall dann auch dran machen, wenn es eben Vorschrift ist, müsst ihr euch halt dann erkundigen. Ich würde auf jeden Fall dann nicht ohne fahren. Ja, dann haben wir noch so einen Gurt mit dabei, womit wir das Ganze dann zusammenschnüren können, damit das dann hier in diese Tasche hereinpasst. Ich habe allerdings festgestellt, bei meinem anderen SUP war es auch so, ich kann das so schön zusammenlegen dann, dass das gar kein Problem ist, dass das hier auf jeden Fall reinpasst.
Ja, so sieht das Board dann ausgebreitet aus. Ist jetzt noch nicht aufgepumpt, aber ihr seht, ich habe hinten schon so einen kleinen Akkukompressor, Akkuluftpumpe, die von Pearl bzw. AGT ist, dann schon mal draufgebracht und bzw. angeschlossen. Hier vorne ist übrigens dieses Tie-Down, von dem ich gesprochen hatte. Da könnt ihr dann diesen Dryback reinpacken oder ein Handtuch oder sowas. Wenn das natürlich umkippt, das Board, dann muss man sich natürlich darauf einstellen, dass das, was da untergeschnellt ist, auch nass wird. Dann haben wir hier diese Non-Slip-Beschichtung, so nennt sich das Ganze. Das ist wirklich Anti-Rutschmaterial, womit ihr wirklich sicher steht da drauf oder drauf sitzen könnt. Eine ganz tolle Geschichte. Ihr habt an den Seiten jeweils noch solche Schnallen mit dran oder Ösen zum Festzurren oder da eben noch irgendwie eine Abdeckung drauf zu bringen. Oder könnt ihr machen, was ihr wollt. Mit hinten ist auch nochmal was dran. Oder das Board dann eben irgendwie an einem Seil zu befestigen und dann, wenn ihr irgendwie auf dem Teich seid oder was, dass ihr das dann wieder zurückholen könnt. Wie gesagt, gucken wir uns jetzt hier mal diese Akkuluftpumpe von Pearl an. Verlinke ich euch auch unten, wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt. Guckt euch das andere Video dazu noch mal an, was auch unten verlinkt ist. Kommt mit mehreren Adaptern, ist akkubetrieben, kann aber auch am 12-Volt-Anschluss vom Fahrzeug, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann auch betrieben werden. Akku hält ungefähr für 3 bis 4 Boards, so ungefähr kann man damit rechnen. Und ihr könnt das Board damit hinterher natürlich auch wieder leer saugen und dann super zusammenlegen. Das heißt, es geht dann in diesen Ausgangszustand wieder zurück und ist dann wieder bereit, um in dem Rucksack verstaut zu werden. Ihr könnt vorher die PSI, die benötigt werden, wie gesagt, bei diesem Board 12 bis 15 PSI sind normaler Betriebsdruck, könnt ihr dann einstellen und die Pumpe schaltet bei Erreichen dieses Betriebsdruckes dann automatisch ab. Ich habe den jetzt schon mal hier auf 13 oder was gestellt und werde die jetzt einmal anschalten. Und ihr hört, die ist auch recht leise. Allerdings, wenn Gegendruck dann herrscht, das heißt, wenn das Board ein bisschen gefüllt ist, dann wird sie etwas lauter werden, dann schaltet sie quasi die Kompressoreinheit mit hinzu. Und so geht das natürlich super bequem. Jetzt stellt euch mal vor, ihr müsst hier das ganze Board hier per Hand aufpumpen oder mit einer Fußpumpe oder wie auch immer. Also so eine Pumpe ist natürlich deutlich nobler bzw. deutlich komfortabler. Das dauert jetzt trotzdem irgendwie 2-3 Minuten ungefähr, muss man sich darauf einstellen. Aber in der Zeit könnt ihr ja schon irgendwie ein Eis holen oder irgendwas. Und dann lasse ich das jetzt hier mal aufpumpen. Und dann melde ich mich gleich, sobald das Board voll ist. Ja, das Board füllt sich und wird gleich auf jeden Fall voll sein. Und dann wird sich der Kompressor hier automatisch abschalten. Und ich denke mal, vom Style her kann man sich jetzt hier auch nicht beschweren. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist hier diese Aufschrift Technical Support. Das hätte man vielleicht etwas dezenter machen können. Aber nun sei es drum. Ansonsten finde ich das Board eigentlich sehr hübsch. Ja, so sieht das Board dann von unten aus. Ich habe die Finne jetzt hier schon einmal eingeklickt. Die wird einfach draufgeschoben und dann mit so einem Sicherungsapparillo, hätte ich jetzt was gesagt, so ein kleines Sicherungsplättchen wird das Ganze dann gegengesichert, dass die sich nicht lösen kann. 2 Finnen sind hier fest installiert, also es ist ein 3-finniges Board, wenn ihr mitgezählt habt. Ja, ansonsten vom unteren Design her, das ist eigentlich, spielt wenig eine Rolle, denke ich mal. Ansonsten, man kommt ja eingepackt mit dem Board zum Strand und die Unterseite sieht man eigentlich auch nicht, wenn die im Wasser ist etc. Aber ist trotzdem durchgestylt, ist natürlich dann nicht so mit so einem Anti-Slip-Material versehen, sondern ganz normal glatt. Allerdings mit einem speziellen Material oder so dick, dass das Ganze hier am Strand auch bewegt werden kann oder auch mal über Schotter gezogen werden kann, sieht natürlich dann blöd aus, wenn da irgendwie so eine Schleifspur mit dran sind, aber grundsätzlich dem Board macht das letztendlich nicht viel aus. So, bevor wir jetzt hier das Board einmal zu Wasser lassen, ich werde das hier einfach mal in den Pool bringen. Das solltet ihr nicht im Pool machen, sondern wirklich irgendwo zu einem See fahren oder so, wo das Ganze dann auch erlaubt ist. Denn im Pool, wenn ihr euch darauf stellt oder was, dann geht es natürlich böse tief nach unten, wenn ihr da mal hinfallen solltet oder so. Das will man natürlich nicht, aber mal zum Ausprobieren jetzt, wie es im Wasser aussieht, können wir ja natürlich mal machen. Ja, ein Roboter steht unter Wasser, der hat unten gerade sauber gemacht und dann gibt es diesen neuen Aper Surfer S1, der hier oben lang fährt und dann Unrat von oben aufnimmt, wenn da mal Blätter rein fallen oder Insekten oder sowas. Ein Skimmer-Roboter. Wer dieses Video sehen will, der sollte den Kanal jetzt abonnieren. Das kommt nämlich, ich glaube am 14. Juli wird das Video dazu veröffentlicht. Ein brandneues Produkt und technisch schon völlig ausgereift. So, dann wollen wir das hier einmal hochbuckeln. Das hat hier auch noch so ein Trageriemen, beziehungsweise da kommt dann der Fuß logischerweise rein. Ich muss jetzt hier erstmal 1,50 Meter in die Höhe. Und dann werde ich das hier einmal ins Wasser schmeißen. A heart's beat.
To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bevor wir jetzt das Board wieder verstauen, müssen wir natürlich die Luft herauslassen und es sollte natürlich auch trocken sein. Wenn ihr das nass in den Rucksack reintut, dann wird es da irgendwie früher oder später dann schimmeln. Das ist natürlich nicht so doll. Also das Board auf jeden Fall abtrocknen oder in der Sonne einfach trocknen lassen. Ja, und dann gehen wir wie folgt vor. Wir machen hier das Ventil einmal auf, stecken da hier einmal diesen Adapter rein, der bei der Pumpe zum Beispiel mit dabei ist. Und dann wird es jetzt hier gleich richtig laut zischen und dann lassen wir die Luft erstmal so weit ab, bis es nicht mehr von alleine geht und dann schließen wir die Pumpe an und die erledigt dann den Rest, sodass das wirklich die ganze Luft hier rausbekommt und ihr das Board ganz flach wieder zusammenlegen könnt und im Rucksack verstauen könnt. So, Board ist jetzt fast, naja, fast möchte ich nicht sagen, auf jeden Fall ist die Luft hier einigermaßen schon entwichen. Den Rest ziehen wir hier mit der Pumpe raus, einfach den anderen Port hier belegen, einschalten und warten, bis jetzt die Luft komplett raus ist. Ja, viel mehr kann ich euch zu dem Board jetzt auch gar nicht erzählen. Das war es jetzt eigentlich. Macht das nicht unbedingt auf dem Pool. Nur mal zum Ausprobieren habe ich das jetzt hier draufgestellt. Ansonsten an einem See, wo das Ganze vielleicht erlaubt ist, da könnt ihr das Ganze dann ausprobieren. Oder vielleicht am Meer, da denke ich mal, ist das auch richtig. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so ein SUP zu Hause habt oder ob ihr euch für dieses hier tatsächlich interessiert, ob euch das Video weitergeholfen hat. Wie gesagt, schreibt fleißig rein. Wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage, bis dahin. Mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no I push play, I won't stop till I make a change.